So, und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Beim letzten Mal haben wir Sin zurück auf den Boden gebracht, nachdem dieser riesige Wal einfach fliegen durfte. Und jetzt geht es darum, in Sins Innere zu gehen. Okay, die Story bringen wir nicht zu Ende. Ich will ja nur in Sins Innere wegen der Monster farmen. Das war der originale Plan, wieso wir die Story weiterspielen mussten. So, mal gucken, ob es vielleicht oben auf dem Deck weitergeht. Vielleicht werde ich ja dort irgendwie schlau draus, was ich jetzt genau hier als Auftrag habe. Ist vielleicht auch Juna hier? I wonder if Serject is in pain. Let's just end this, quickly. The Faith said they'd help us, right? It bothers me, the way they said that. Huh? I mean, they've been fighting alongside us this whole time, but now they say they'll help? I guess so. Wait. Sin is reborn when Yu Yevon merges with an Aeon. Isn't that right? If I summon an Aeon, Yu Yevon will join with it. But at first, it'll be small, won't it? Yeah. Then we might be able to beat it without the final summoning. I don't know. What if Yu Yevon jumps again? Then we'll take it down again. We'll fight him until there's no place left to run. I never thought it would come down to this. Juna muss ihre Haustiere töten. Uff. I know. Hey, the Faith, they're tired of this whole thing too. Let's let them rest. The Faith said it's pointless to keep dreaming. The dream will disappear, he said. What did he mean? And what is it that Yu Yevon is summoning from within Sin? The dream of the Faith. You won't go away, will you? Uff, nein, wir bleiben. Yuri, guys! Come on! Something's happening to Sin! Oh, der Boy steht wieder auf. Okay. Wir hätten vielleicht eher runtergehen sollen. He's waiting for you. Well, son, the main gun is still busted. We can't give you any cover fire. Hey, just take us in. We'll do the rest. All right. Take us up, flush to the mouth! No mistakes, or I'm gonna tear out that mop you call hair! Trust me. Me take you there. No problem, yeah? Neue Frisur. Let's get ready to blitz! So viel Frisur hat er auch gar nicht. Let's go. Just you and me. Was? Lulu, was? Was? Okay, perfekt. Nur ich und Lulu, auf geht's. Nur Tilo ist Lulu. Was ist mit Lulu auf einmal los? Ach, schon wieder. Nee, ich muss erst da rein. Und wieder aufs Deck. Fuck, bin ich schon wieder müde. Kaum gepennt die Nacht. Schon wieder sind nur zum Aufnehmen. Hartes Life. Was willst du machen? Okay, kann ich mir nur Lulu nehmen? Schade. Das wäre auch so genial gewesen. Naja. Uff.
So, lass mich endlich runter. Ich will endlich kämpfen. Auf. Und da guckt er uns wieder dämlich an. Oder, naja. Angucken ist relativ. Here we go! Yeah! Du bist schon wieder kämpfen. I'm coming for you, Dad. Dad. Von Sinn angezogen. Okay. Wir kommen also schon mal näher ran und diesmal hat er eine Ekstaseleiste. Und da oben ist eine Stadt drauf. Ich habe das schon vorher gesehen, aber jetzt sieht man es auch mal richtig deutlich. Ist es eventuell Xanarken, ein Teil davon? Diese Beschwörer, die damals Sinn geholt haben für den Krieg, haben Sinn also einfach aus der Erde gezaubert? Ist es das? Das sieht ein bisschen aus wie der Tempel. Das würde auch Sinn machen, wenn das der Tempel auf ihm drauf wäre, weil er ist ja immerhin auch eine Bestie. Okay. Ah, wir müssen immer noch näher ran. Ach, darf ich gar nicht. Okay, nö, dann Sanctus. Ich finde es cool, wir sind in die extra Perspektive jetzt. Okay, lass uns dann noch ein bisschen weiter anziehen. Immer noch zu große Entfernung. Was soll ich mit all der Zeit machen? Ich kann doch hier nichts machen, verdammt. So, jetzt nochmal Sanctus. Ja, und jetzt blocke ich einfach komplett durch. Mal gucken, was passiert. Boah, wie oft sind wir denn bitte dran? Was passiert, wenn wir komplett angezogen sind? Okay, du überlebst das. Vernichten für 42.000. Was passiert wäre, wenn ich ihn hätte nicht rechtzeitig besiegt? Wir wollen doch so oder so in seinem Maul, oder? Was zum Teufel? Macht das irgendeinen Sinn? Ey, die AP machen zumindest Sinn. Und eine Turtelrute. Safe. Dan, where are you? We must go to him. Then we will. Let me take front. Good luck. Follow me. Ich würde ganz gern erstmal bei Tidus aufs Sphärobrett gehen. So, wir haben jetzt diese super geilen HP-Spheroiden. Die werden natürlich direkt genutzt. Aber um Tidus noch sinnlos mehr HP zu geben. So, okay. Durch den Level 2 Sphero-Pass kommen wir auch easy durch.
Da habe ich ja 99 davon. Und direkt den nächsten APS für Ruin wasten. Stabil. Na, das sind wieder 600 HP. Geht. Damit hat er jetzt wie viel? 17.292. Das Speichern spare ich mir einfach mal. Okay. Gibt's hier auch ein Monster? Fast ja. Okay, perfekt. Da muss ich nämlich gar nicht weiter rein. Oh Junge, so ein Schadensoutput. Ob das hier wohl gut grinden lässt? Jetzt hat hier natürlich gar nicht seine Käfigwaffe. Aber naja, oh je, der Counter. Sinnlos. Oh mein Gott. Das hier ist Napoleon, nein. Irgendwer muss doch treffen. Nur mehr Zauber treffen doch sowieso immer. Wenn ich nicht stumm wäre. Trauben. Du irgendwas. Rapidschlag. Wow, 4000 Damage. Ja. Ich renne mal weg. Das ist mir jetzt zu doof, ganz ehrlich. Auch gleich noch mal kurz die Bestie beschworen, bevor die alle sind das geopfert werden. Okay. Ich muss ja gar nicht weiter rein, ich muss ja jetzt nur hier die Monster kaputt ballern. Okay, wir brauchen wieder das Tumtörschwert. Was ist der Schnulzensänger? Gemarattacke. Na unbedingt. Okay, grinden wir ja ein bisschen. Ach du Kacke, okay. Jo, die halten aus. Aber massiv. Okay. Warum halten die so viel aus? Was zum Teufel? Okay, dann ist eben Hassreich ein guter Start. Und Luna kann immer noch keinen Hast. Mist. Also Vigra. Endlich habe ich einen von denen gefangen. Ja gut, so geil ist es mit dem Grinden aber auch nicht aus, ja. Schon gar nicht, wenn es zwei von denen sind. Was haben die nochmal? Lichtschleier. Naja. Oh Junge, Sprunghieb. Los, lass dich doch fangen. Na, so. Ich fange die einfach mal trotzdem alle. Okay, der Schaden reicht sogar. Weil ich. Oh, okay, hatte ich schon. Weil ich sowieso jedes Vieh immer mal fangen muss. Also mehrmals fangen muss. Von daher kann ich es auch gleich durchziehen. Oh nein, es hat getan. Fuck, ja. Ich gebe einfach das Tier aus einer Heilmittel, oder? Obwohl Augentropfen tun es auch. Und tschüss. Oh Junge, ich darf nicht aus dem Kampf raus. Und tschüss. So, dann habe ich mich auch die relativ schnell vollgefarmt. Oh Junge, Sins Innere ist einfach komplett. Oh Junge, nochmal von denen. So gut. Easy peasy. Immer schön hell ist es hier. Ist mal ein schöner Kontrast zur Omega-Grotte. Höhle, was auch immer. Schon wieder, Alter. Was soll das?
Wenn ich wieder nicht so oft fangen müsste, wäre es so viel angenehmer. Immer noch nicht. Oh Junge, Sprunghieb. Weise wäre das so brutal sein, um diese Wolframatoren zu haben, aber naja. Wo sind ein Team bereit für sowas ist. Und tschüss. Oh Junge. Schönes Behemoth. Los, Juna, raub ihn aus. Okay, kein Plan, wie das aussieht. Lass es mal Nautilus machen und gib ihm noch Hast. Nee. Totalabwehr. Hat trotzdem gefangen. Penner. Oh Junge, so einer ist auch gut. Obwohl halt von denen ist mittlerweile schon genug. Ich fange ihn trotzdem mal. Immer noch nicht, okay. Okay, es scheint doch ein Angriff zu sein. Oh Junge, Wolframatoren, unbedingt soll ich gegen die kämpfen. So Lust. Immer noch nicht. Halt von dir, ich bleib noch weiter, bald mal genug. Immer noch nicht. Jetzt aber. Nein, komm schon. Okay, ich glaube, jetzt habe ich von denen auf jeden Fall auch 10. Das dürfte noch reichen. Ey, warum tue ich mir das an? Diese ständige Scheiß-Grinder. Und nochmal, weil es so schön war. Tschüss. Okay, kein Platz mehr. Oh Junge, schon wieder. So, gib Hast. Oh Mann, von dem muss ich auch jeweils 5 fangen, ne? Wenn ich alle Viecher haben will. Also 5 mal fangen muss. Das ist auch so richtig schön nervig. Immer noch nicht maximale Anzahl erreicht. Was zum Teufel? Oh Junge. Nö. Immer noch nicht. Okay, auf die kann ich mittlerweile extrem scheißen. Oh, was habe ich getan? Triff! Goddammit. Ich kann doch auch bestimmt. Oh Junge, ich bestech ihn mal. Hier, bitteschön, 10.000. Okay, schade. Hätte er sein können. Doch nur, dass das Geld trotzdem weg ist. Okay, dann heißt es dann mal zurück zum Monsterform. Oder auch nicht. Ich werde anderen auch mal Domteurwaffen besorgen. Das geht mir auch so was auf den Sack mittlerweile, dass ich hier ständig nur mit Tidus hier einsacken kann. Dum, 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 dum. Oh Junge, so kurzes Spielende. Und ich entscheide mich, das Spiel noch komplett zu grinden. Oh, wir haben wieder Sound hier oben. Ja, viel Glück, ich brauche kein Glück. Ich hab Stats. Der Endkampf ist sowieso schon Witz mittlerweile. Aber der ganze Rest im Game, der wird noch ganz schön hart. Huch. Was zum Teufel ist mit dir denn los? Ey. Egal, ob Albert oder Makina, wenn Sim besiegt wird, ist mir jedes Mittel recht. Ja, die hohe Beschwörung, die gibt's ja nicht mehr. Die haben wir erfolgreich entfernt. Schon alles kaum gebracht, uff. Okay, alter Mann, was geht ab? Ich hab Pilzmonster alle studiert und daraus einen mysteriösen Pilz erschaffen. Ein mysteriöser Pilz, der jeden unserer Angriffe kontert, schätze ich mal. Okay, da noch Regener.
Vielleicht Shell. Ist das zweite Schwert dabei? Gucken, ob es sich lohnt zu switchen. Oh. Okay. Chaos-Schwert, Teleport-Sphäroid. Ja, jetzt besiegt. Gibt's ne schlechte. Jo. Warum war der so einfach? Der hatte doch nur eine Regina von 100. Das war... Also ich glaube, das ist nur eine Bedrohung, wenn man ihn nicht one-shotten kann. Was, das war's? Mehr nicht? Moment mal, Artensammlung? Oh mein Gott. Okay, in Sins Innerem fehlen noch zwei Gegner. Hypnopilz. Ich muss ja trotzdem Gegner besiegen, die irgendwie, naja, keine Ahnung, mir was geben. Der Himmelsdrache. Ich will ja die haben, die mir die Stats werden geben. One-Eye, Tanket, Juggernaut, Ironclad. Ich habe keine Ahnung, welcher von denen was ist. Peterix, Hornet, Erdverspeiser. Ich meine, wir sind das so 4, 6, 8, 2, 4, 6. Okay, doch, das müssen die sein. Jetzt wäre es halt nur ganz gut zu wissen, wer hier was ist. Also, ich habe die besten Chancen, habe ich zuerst gegen den Himmelsdrachen. Ich kann Zatidus nicht viel mehr hochpowern, aber... Na, mal schauen. Also. Himmelsdrache, gib ihm. Okay, ich kann sogar ziemlich stabil mit Haska anfangen. Und ich überlebe sogar den Angriff. Oh, Walker hat auch Hast. Hätte ich direkt mit ihm machen sollen. Lassen machen sollen. So Explosion für Tidus. Oh. Gut, aber Rico einfach weg. Ey, da kann jedes Mal countern oder was. Und die Explosion heilt nicht mal voll. Wie traurig ist das denn? Wow. Ja, geil. Also einfach Rico aus dem Kampf so und ich kann nichts dagegen tun. Wobei ich glaube, dass meine Gewinnchancen gegen ihn gar nicht so übel sind. Rico hat doch 57 Sphero Level. Woher hat sie die? Ne, jetzt mal ernsthaft. Wann haben wir mit dir so viel gegrindet, hä? Was? Okay, damit kann ich auf jeden Fall erst noch Vikra beschaffen. Damit kann sie dann immer dafür sorgen, dass Tidus auch noch mehr Schaden auspacken kann. Das wäre nicht so schlecht. Also auf Leveln. Bis ich Vikra hab. Und mal gucken, was Rachen mir so gibt, wenn ich ihn besiegen kann. Oh Junge, der ist soweit. Magie von Rico steigt um 4. Ja, Rico, viel Magie, das wäre jetzt auf jeden Fall ganz geil. So, es gibt noch mehr Geschick. Ja gut, wenn so mehr was drankommt. Okay, Vikra, perfekt. Reflex, das wird uns retten, ganz sicher. Bam, bam, oh, was gibt's hier? Ist das auch Magie? Falls ja, wäre das extrem geil. Jawohl, drei Magiepunkte.
Sie kann jeden einzelnen Punkt gebrauchen. Wirklich jeden einzelnen. Oh ja, Regina. Kann ich Flüssigrange auch geben? Das würde ihm auch enorm helfen. Und Protein natürlich auch. Aber Riku muss den Kampf leider vorzeitig verlassen. Okay, jetzt kommen aber drei leere Felder. Nein, es ist nicht recht so. Bis dorthin reicht's auch. Achso, das war gar kein Magie-Hochding. Schade. Oh Junge, 40 MP. Okay, nochmal 4 Magiepunkte mehr. Ich bin natürlich einfach jedes Mal laden. Okay, Alter, wie sieht's aus? Ein Hinterhalt, ach klar. Ey, wir leben. Wahnsinn. Ach, erstmal Hass droppen. Und Protest droppen. Okay, dass Riku jetzt tot ist, ist nicht so schlimm. Titus kann leider noch keinen Schutzengel. So, wir brauchen jetzt noch Riku zurück. Und Walker nur für den Fall, dass er was abfangen kann. Und dann gibt es auch noch Haska. Und Riku gibt auch noch Regina raus. Okay, dieser hat Walker überlebt. Ist die Hast irgendwie weg? Okay, Riku braucht nochmal Hast. Walker kann eigentlich Tidus eine Ex-Potion geben. Und Riku gibt Shell. Okay, die Runde nutze ich nochmal für den Phoenix-Feder. Und jetzt benutze ich mal Vikra auf Tidus. Okay, der Counter Damage kann erstmal relativ egal sein. Das klappt schon. Okay, das hält ihn aber auch noch lange nicht voll. Alter. Gut, dass er nur Flächenangriffe benutzt. Das macht den Kampf direkt so viel fairer. Ich kann auch Walker eigentlich links liegen lassen. Wozu brauche ich denn? Und schon wieder. Naja, dass Riku nicht überlebt, das ist natürlich ein massives Problem. Kann ich nicht auch irgendwie Shell geben? Das wäre so viel besser. Weil so viel wird hier eh nicht geheilt. Halt die gesamten HP, aber auch nur 10.000. Boah, 16.000 normaler Damage, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Okay, ich hab jetzt Dings ins Grinden. Riku heißt jetzt bei weitem nicht hoch genug. Bei weitem nicht. Okay, tschüss. Sinnloser Kampf. Sinnlos. Mann. Fuck, was mache ich? Oh, okay, ich muss mal die Folge beenden. Das wäre stabil. Ich kann den Typen immer nicht besiegen. Riku braucht noch viel bessere Magie-Stats. Na gut, was soll's. Dann machen wir es halt. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin.